Sie sind schön, scheu und selten. Raufußhühner wie der Auerhahn gehören zu den stark bedrohten heimischen Tierarten. Stefan Kluth vom Landesamt für Umwelt ist fasziniert von den bayerischen Bergvögeln, die hauptsächlich in einigen Gebieten des Bayerischen Waldes und im Alpenraum vorkommen. Klimawandel und Erholungssuchende machen den Tieren ihren Lebensraum aber immer stärker streitig. Die Folge? Haselhuhn, Birkhuhn, Auerhahn und vor allem das seltene Schneehuhn kämpfen in Bayern ums Überleben. Raufußhühner sind auf die letzten Lebensräume zurückgedrängt. Sie brauchen dort ihre Ruhe und jeder Einfluss von außen vermindert diese optimalen Lebensräume noch zusätzlich. Und das ist die eigentliche Gefahr dabei. Diverse Maßnahmen sollen jetzt in ganz Bayern dazu beitragen, den Lebensraum der Raufußhühner zu sichern. Dazu gehört zum einen eine gut sichtbare Beschilderung für Skitourengänger und Schneeschuhwanderer. Die ausgeschilderten Wege kanalisieren den Strom der Erholungssuchenden auf einer Route und schützen so die Rückzugsgebiete der Raufußhühner. Umgesetzt werden die Arbeiten vor Ort entweder vom Alpenverein oder anderen Naturschutzvereinen. Wie zum Beispiel hier am Scheinberg in den Ammergauer Alpen, einem beliebten Berg für Skitouren. In den verschiedenen Vegetationszonen des Scheinbergs kommen mehrere Raufußhuhnarten vor. Damit die Skitourengänger nicht kreuz und quer durchs Unterholz aufsteigen, kümmern sich hier die Ranger des Naturparkvereins Ammergauer Alpen darum, dass die Aufstiegsroute nicht nur klar beschildert, sondern auch gut erkennbar ist. Wenn sie hier durch das Unterholz gehen müssen, dann laufen die Skitourengeher frei wohin. Und wenn ich ihnen eine schöne Route freischneide, dann bleiben die Leute auf der Strecke und damit stören sie dann die Raufußhühner nicht. Raufußhühner reagieren auf Störungen mit panikartiger Flucht und verbrauchen dabei im Winter lebensbedrohlich viel Energie. Deshalb wendet sich die Informationskampagne des Landesamtes für Umwelt mit einer Bitte an alle Skitourengänger und Winterwanderer. Wir möchten niemanden den Genuss in der Natur verbieten, aber wir empfehlen, dass die Leute sich an empfohlene Routen halten und die Waldwildschongebiete auch beachten. Diese speziellen, neu aufgestellten Warnschilder signalisieren Wanderern, dass sie direkt auf ein Rückzugsgebiet von Raufußhühnern zulaufen. Hier sollte auf keinen Fall mehr von der ausgeschilderten Route abgewichen werden. Die Initiatoren erhoffen sich durch diese Maßnahmen eine Stresspause für die bedrohte Tierart. Mit etwas Umsicht können Erholungssuchende also einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten, ohne auf ihr persönliches Naturerlebnis verzichten zu müssen.